Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play WoW mit unserer Hexmeisterin Libeth. Nach wie vor in Desolace, diesmal habe ich sogar die Ansprache richtig hinbekommen und habe es ja geschafft, diesen zusammenhängenden Satz vernünftig rauszubringen. Es hat der letzte Folge nicht so gut geklappt. Aber wir sind hier stehen geblieben bei Cora, der Forscherin des Szenarios, Widersprechen. und ja, wir sollen jetzt 10 Zackenklammknochen von Naga der Zackenkämme sammeln, 30 Zackenkammschuppen von Zauberin der Zackenkämme und 4 Zackenkammflossen von Kriegern Habt der günstige Zackenkämmen. Laune. Das klingt sehr grindlastig, aber ich glaube dennoch, das sollten wir hinkriegen. Okay, wir müssen doch in die Richtung. Huch, jetzt habe ich hier ein paar Probleme, mich hier irgendwie zu verklicken. Und Leute, worauf ich richtig Lust habe auch, muss ich wirklich sagen, ist vielleicht auch mal wieder den ein oder anderen PvP-Part einfach zu droppen. Ich meine, wir hatten jetzt auch wirklich lange, lange, lange kein PvP mehr. Wie gesagt, das Problem ist auch so ein bisschen, dass mir zum einen der Skier mit dem Dudu fehlt, aber auch, muss ich tatsächlich sagen, der Skill. Also, wir hatten ja damals mit dem Paladin PvP gespielt und da ging das alles noch deutlich besser. Ich würde sagen, mit dem Dudu ist es okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist jetzt High-Quality-Gameplay vom Allerfeinsten. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt mal so einschätzen, dass es darauf eh nie ankam. Ich sag schon, ja, mit dem Parler habe ich mich schon wohl gefühlt, gerade so PvP-technisch. Der Parler war schon so, ne, das, wo ich sage, da komme ich gut mit klar. Oder auch damals der Krieger, als wir noch zu Zeiten von Immortal Games unterwegs waren und im PvP unser Unwesen getrieben haben. Wer sich da vielleicht schon daran erinnert, ich weiß es gar nicht, ursprünglichen Kanal Immortal Games, ist schon Ewigkeiten her, schon viele, viele Jahre her. Aber vielleicht ist es ja dem einen oder anderen Mein von euch Inventar ist voll. vielleicht tatsächlich noch ein Begriff. Weiß ich Mehr ja kann ich nicht. nicht Wäre tragen. auf jeden Fall ziemlich schön, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, Immortal Games, könnt ihr vielleicht mal abchecken. Den Kanal habe ich damals mit meinem Bruder zusammen betrieben, ist mittlerweile aber eingestellt. Ja, nicht weil ich und mein Bruder und ich, sorry. Nicht, weil wir uns irgendwie zerstritten haben oder whatever, sondern einfach, weil wir das irgendwann aus den Augen verloren hatten. Und dann haben wir auch irgendwann gesagt, komm, so, das ist schon so ewig her. Wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, machen unsere eigenen Kanäle. Und ja, das war im Endeffekt dann auch der Grund, weshalb dieser Kanal Mein Inventar ist voll. Cyranos hier überhaupt entstanden ist. Wie gesagt, Cyranos auch einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal erzählt habe, Cyranos. Der Name kommt auch daher, dass wir oder dass ich diesen Namen irgendwie schon immer im Internet verwendet habe. Also für sämtliche Accounts, eigentlich für alles Mögliche, habe ich diesen Namen quasi verwendet. Und ja, das hat sich dann so durchgezogen. Seitdem habe ich den und seitdem bin ich unter dem Namen mehr oder weniger am Start. So. Müssen jetzt mal hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier ein bisschen gezielter vorgehen, weil irgendwie kriegen wir doch schon gerade Mehr kann ich nicht gut tragen. Schaden reingedrückt. Jetzt will ich mal gucken. Der andere liegt da noch, genau. Der gibt mir nämlich die Zackenkampfflosse. Ah ja, wirklich so gut. Also so gut wie jeder Account, den ich im Internet habe, hat irgendwie den Nickname Mein Cyranos Inventar oder ist so. voll. Also es ist wirklich. Gibt eigentlich fast keine Ausnahme. So. Da haben wir hier nochmal die Krieger. Übrigens auch sehr, sehr cool. Haben alle schöne neue Modelle bekommen. Finde ich auch cool, dass sie die dann in die alte Welt implementiert haben. Von unseren ganzen Naga-Boys hier. Und nicht einfach gesagt haben, yo, die alten Modelle bleiben auch die alten Modelle. Boah, und unser Kollege hält richtig viel aus, ne? Unser Mehr kann ich Kollege nicht hält tragen. wirklich richtig viel aus. Mein Inventar ist Okay, voll. jetzt haben wir hier noch irgendwie Mehr kann ich nicht tragen. irgendwelche Rückenflossen und Zackenkammknochen kriegen wir von denen. Da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal Zu weit reingehen. entfernt. Die Krieger haben ja auch gar keinen Bock, irgendwie die Dinger hier nochmal zu droppen. Aber naja, kriegen Ich wir bin schon hin. außer Reichweite. Das kriegen wir schon hin. So, auch hier würde ich sagen, wir beschwören wieder unseren Kollegen, machen vielleicht hier mal nochmal ein Schattenvorrohr rein, dann hauen die nicht die ganze Zeit ab.
So. Und dann haben wir die auch nochmal Mein alle hops Inventar genommen. ist voll. Boah, und das. Ne, ey, es gibt hier aber auch kein. Lol, ich bin ja blöd. Wir brauchen. Lol. Nicht so Wir schüchtern. brauchen doch gar keinen Händler, Leute. Ich hab doch hier das Mammut. Oh Gott, bin ich blöd. Gott, bin ich blöd. Wir haben doch hier unser Mammut. Ich gebe jetzt einfach mal seelengebunden ein. Und, verkaufe alles an Equip, was ja seelengebunden ist. Oh, ich bin so blöd, wirklich, aber auch. Also wirklich, das ist. Also da muss man Sei wirklich sagen, vorsichtig, das ist Mann. wirklich komplett blöd, dass ich die ganze Zeit dachte, boah, meine Taschen sind so voll gequollen, wirklich bis aufs Äußerste. Und ich beschwere mich die ganze Zeit hier, wie voll meine Taschen wären. Und hab quasi noch Platz bis zum geht nicht mehr. So, wir geben dem mal ganz kurz hier mal eine Lebenslinie, damit der Kollege hier auch nochmal ordentlich Leben hat. Und dann gehen wir jetzt nochmal durch. Da haben wir hier nochmal wirklich ein paar Kollegen, die wir hier mitnehmen können. So. Und dann packen wir auch den hier wieder rein. Und jetzt machen wir einfach mal wieder die unheilvolle Euphorie, die wir hier komplett durchballern. Ja, und das knallt richtig schön rein. Wahnsinn. Zack. So, jetzt fehlt uns. Was fehlt uns noch? Die Flosse von den Kriegern. Klar, die Krieger wieder, ne? Die fehlen uns natürlich. Ganz klare Sache. Die lassen wieder auf sich warten. Wir sind gleich sogar 46, Freunde. Ich muss Also näher heran. haben es jetzt gleich geschafft. Dann sind wir sogar 46. So, auch hier. Können wir wieder die Unheilvolle reinballern. Ja, Zu weit entfernt. er gibt uns auch noch nicht das letzte Item, was wir benötigen. Aber das macht nichts. Dann geht's auch so irgendwie. Zack. Ah, perfekt. Boah, wir drücken den ein Damage, ne? Jetzt sind wir Level 46, wenn wir die Quest abgeben. Dann haben wir es auch schon geschafft. Dann haben wir schon das nächste Level voll gemacht. Cora, Forscherin des Wie Szenarios. kann ich euch helfen? Zack. 7700. Benutzt den Zackenkamm-Glücksbringer. Geht mit der Okay. Erdenmutter. Hier oder was? Nagerverkleidung. Na. Bin ich blöd? In die Tiefe gehen. Ach so, ja, da können wir auch so hin. Da können wir auch so hin. Muss ich den jetzt? Okay. Ah, hier. Hier. Also müssen den jetzt nochmal aktivieren und dann können wir mit ihr reden. Genau, dann können wir mit ihr reden. Sehr schön. Auch geil, dass wir hier noch den leeren Wandler mit dabei haben und sie sich wahrscheinlich nicht denkt, oh, was ist das denn? Besiegt fünf Diener von Neptulon. Ihr müsst in Nagelstein sein, während ihr sie bekämpft. Solltet ihr euren Dreizack der Zackenwanne verlieren, sprecht mit Valish. Wenn ihr euren Zackenkammglücksbringer verliert, sprecht mit Cora. Bla bla. Okay. Aber sehr, ah, das ist cool. Diener von Neptulon. Aha. Können wir hier sogar als Naga campen. Gar nicht so schlecht. Diener von Neptulon. Zack. Aber trotzdem geil, dass unser Dings für uns kämpft. Finde ich trotzdem geil. Dass unser Lehrenwandler hier trotzdem Action Jackson macht und das irgendwie auch keinen interessiert.
Zack. So, dann haben wir die hier noch. Und zack. Und den hier noch. Zack. Und warte. So. Und zack. Und wo können wir die Quest jetzt ab... Huch. Eieiei. Da drücke ich einfach irgendwelche Sachen. Kriege schon fast einen halben Schlaganfall. Was ich auch gerne mal wieder machen würde, wäre ein bisschen streamen. Ne? Also, boah, hier ist es auch so ruhig. Ne? Hier ist kein einziger Soundtrack. Ne? Also, hier ist quasi einfach nur Stille, einfach nur Wasser, was man hört. Und was ich gerne machen würde, wäre auch mal wieder streamen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich nach wie vor sowas zu bringen wie ja, Lost Ark oder so beispielsweise als Let's Play. Tatsächlich hat ja jetzt auch die Let's Play-Folge oder Staffel-Folge-Reihe, wie man es auch nennen will, begonnen mit Need for Speed Underground, was wir jetzt letztendlich spielen. Ne? Könnt auch gerne mal reinschauen. Wie gesagt, sehr, sehr geiles Spiel auch. Natürlich nur, wenn ihr Interesse daran habt. Christian Wall, ich will, dass ihr die uralten Neptun-Gravuren findet. Okay, der Zackenkammstab. Was müssen wir damit machen? Entfernt Geröllhaufen am Strand der Zackenkämme und macht uralte Relikte sichtbar. Okay, alles klar. Ja gut, jetzt haben wir erstmal hier eine etwas längere Questreihe, wo wir als Naga unterwegs sind. Aber wenigstens sind wir unter Wasser relativ schnell am Start. Eigentlich auch eigentlich wäre das sehr, sehr cool, wenn wir Naga eigentlich als verbündete Völker oder so hätten. Ja, aber wie willst du das machen, ne? Wie willst du das machen? Ist das wirklich mit jeder Klasse irgendwie kompatibel und so? Na, das ist halt super schwierig, ne? Das ist wirklich super schwierig. Mit den neuen Draktür, die es ja jetzt in Dragonflight geben wird, hat man ja auch tatsächlich nur eine einzige Klasse, die man damit ja, kombinieren, spielen kann, wie auch immer. Uraltes Geröll. Okay. Irgendwelche Fragmente, was müssen wir damit machen? Kombiniert vier alte Teile. Okay, ach, da ist noch eins. Hä? Okay, never mind. Never mind. Ja gut, jetzt müssen wir ein bisschen hier rumschwimmen und gucken erstmal, dass wir das irgendwo finden. Könnte also nicht erfahrungsgemäß, weil ich habe diese Quest noch nie gemacht, aber könnte wahrscheinlich etwas dauern. Ja, okay, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Nur das Gelbe ist das, was im Endeffekt wichtig ist. Also müssen wir vier solche Gerölldinger finden und dann, da ist noch eins und hoffentlich da hinten irgendwo. Und dann müssen wir die aufsammeln und dann ist auch gut. Dann können wir diese Tafel herstellen. Hier. Scheinbar keins. Nö. Okay, hier scheinbar keins. Also müssen wir doch mehr als vier finden. Da habe ich mich schon zu früh gefreut. Dachte ich gerade schon, ja, das geht mit Sicherheit fit. Aber dem war dann doch nicht so. Hier haben wir wieder ein uraltes Tafelfragment. Und da haben wir noch einen Geröllhaufen. Ui, jetzt juckt mein Bauch. Ah, hier haben wir noch eins. Perfekt. Jetzt können wir Neptulons Tafel erschaffen. Wasserzeichen. So, ihr solltet die uralten Neptun-Gravuren zu Korra, Forscher des Szenarios bringen. So. Können wir natürlich auch machen. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier aus der Gestalt raus? Also ich komme so aus der Gestalt raus. Einfach wegdrücken. Boah, das Mount ist auch richtig geil. Das liebe ich auch. Das ist richtig huch. Eieiei. Das ist richtig fancy, das Mount. Finde ich so, so geil, dass es so ein Pferd ist. Und das hat auch so eine geile Reitanimation irgendwie. Da haben sie mal was richtig Cooles gemacht. Muss ich wirklich sagen. So, wir bringen die Gravuren weg. Und kriegen, oh, ein fancy Gürtel. Leider nicht aufgewertet. Korra, Forscher des Summer, will, dass ihr mit Lord Hydronis sprecht. Ja, es ist alles sehr nagerlich angetaucht. Angehaucht. Wann haben wir denn mal das erste Kapitel hier? Eieiei.
Okay. So, hier, das ist scheinbar nur eine Folgequest, die uns hier in Desolace reinführen soll. Aber jetzt nichts, was irgendwie wichtig wäre oder so. Lord Hydrones haben wir hier. Der hat auch dieses neue Kata-Wasserelementar-Modell. Hydrones will, dass ihr ihn besteigt und die Priesterin Valish besiegt. Ja. Ich bin bereit für den Fight, mein Freund. Ah, okay, hier ist. So, Wassergeschoss. Zack. Nochmal ein Wassergeschoss. Ihr könnt Neptulon nicht retten. Nein, das können wir nicht. Werden wir dann ja sehen. So, Lord Hydrones, da können wir jetzt wieder die Quest abgeben. Machen wir auch Rache des Klagegeistes. Zack. Nochmal 7000 MP. Kehrt zu Korra zurück. Kriegen wir nochmal 6000. Jetzt läuft es aber ganz gut mit den EP. Jetzt klappt das hier wie am Schnürchen. Dann haben wir sogar auf dem Server, wenn mich nicht alles täuscht, sogar schon 250er. Weil mein Paladin habe ich zuletzt auch auf 50 geballert. Da könnte ich mir auch vorstellen, nochmal was mitzumachen. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Das werden wir dann alles gucken, nach und nach, ob wir das wirklich so machen und durchziehen, wie wir es letztendlich uns vorstellen. Aber wie gesagt, ich finde Shadowlands-Leveln mit diesem alternativen Levelweg, ja, weiß ich nicht. Wie kann ich euch helfen? Muss ich eigentlich nicht zwangsläufig haben. So. Korra, Forscherin des Szenarios, will, dass ihr Korras Bericht zu Kanum auf Kanums Möge die Lichtung ewige bringt. Sonne Das euch. kriegen wir hin. Offizielle Einschätzung. Da können wir zum Szenarios-Circle da hinten mal kurz hinfliegen. Weil, wie gesagt, die Shadowlands-Kampagne so durchzocken, das dauert einfach ewig lang und ist jetzt auch nicht so mega interessant. Würde ich vielleicht, je nachdem, wenn ich mich doch dazu entscheide, mit dem Hexenmeister nochmal machen, aber jetzt nicht irgendwie mit dem Pala, den ich schon auf 50 gespielt habe, also der schon 50 ist, das haben wir ja außerhalb des Let's Plays gemacht, habe ich ja einfach privat gespielt, sage ich mal. Also mit so einem Charakter würde ich das jetzt niemals machen. Das lohnt sich dann einfach im Endeffekt nicht. So, können wir die Quest hier bei dem Kollegen abgeben? Das ist hier der Papa wohl wahrscheinlich. Friede sei mit euch. So. Mögen die Alles Vorfahren klar. euch Und dann gucken wir schützen. jetzt mal, ob das die Folgequest ist. Steife Brise, genau, das ist sie. Tatsächlich zerstört Ich fünf habe euch Wirbelsturmgänger. erwartet. Und ansonsten. Nee. Also wir haben hier auch noch Quests. Was führt euch hierher? Unkraut jenen. Tötet sieben Geht entwurzelte in Frieden. Peitscher, Erntezeit. Aha. Also wir haben hier noch ein paar Quests, aber das sind Ich alles, medeile dir. glaube ich, Nebenquests. Aber wir müssen hier, wie gesagt, steife Brise machen. Steife Brise. Aber ich würde sagen, liebe Leute, wir stellen uns mal kurz hier hin, weil wir den Part jetzt erstmal dann dafür beenden. Wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, ja, WoW mit unserer Hexenmeisterin Elibeth. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder mit am Start seid. Und ja, liebe Leute, macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche und ja, haut da rein, Leute, lasst gerne ein Abo, ein Like da, kommentiert gerne und in dem Sinne, haut da rein, ciao.